Herr Siebert, Ihr Film ist auf den großen Festivals der Welt zu Hause, Sundance und sogar bei den Oscars war er nominiert. Jetzt sind Sie hier in Recklinghausen und bekommen den Hauptpreis des 10. Kirchlichen Filmfestivals. Was haben Sie gedacht, als Sie davon erfahren haben? Ich habe mich total gefreut, weil es ist ein ökumenischer Preis. Das heißt, die katholische und die evangelische Kirche gibt einen Preis für einen Film, der muslimisch geprägt ist. Das heißt, es kommen eigentlich alle Religionen zusammen. Und unser Ziel war immer, einen Film zu machen, der sozusagen Religionen und auch Völker verbindet und nicht teilt. Und deswegen freut mich das besonders. Das ist mein erstes Mal in Recklinghausen und es ist wunderschön hier. Das Festival hat sich den Titel Unbequeme Filme gegeben. Da passt Ihr Film voll rein. Was denken Sie, ist es wichtig, dass diese Filme eine ganz besondere Wertschätzung bekommen? Ich finde den Film gar nicht unbequem. Der Film ist in Augenblicken unbequem, aber der hat auch seine ganz leichten Seiten. Manchmal ist es schwer und ich glaube, das haben alle guten Filme. Alle guten Filme sind manchmal auch unbequem und haben ihre Höhenpunkte, aber auch ihre Tiefpunkte, weil ohne wirklich manchmal weh zu tun, kann man sich gar nicht frei fühlen. Und ich glaube, das muss so sein. Wenn Sie uns einen kleinen Einblick in die sehr aufwendige Produktion dieses Films geben können, was waren die größten Herausforderungen und gab es auch Punkte, wo dieser Film wirklich auf der Kippe stand? Für uns war der Film gar nicht so schwer. Schwierig war er für Jalal, für den Regisseur. Der hat das Risiko auf sich genommen und ist sozusagen undercover gegangen für eine Zeit. Und das war auch für uns natürlich immer eine Belastung, weil wir im Endeffekt nicht wussten, wie lange können wir drehen, wie lange können wir sicher drehen, weil es hätte jederzeit sein können, dass Talal sagt, hey, ich fühle mich nicht mehr sicher, ich muss hier raus und kann nicht weiterarbeiten. Und wir haben aber alle Partner von vornherein mit an Bord geholt und auch gesagt, wir wissen nicht, ob wir den Film so drehen können, wie wir das planen. Und alle Partner sind das so mitgegangen und damit war es eigentlich okay. Würden Sie sagen, auch so ein doch noch sehr, noch, ich betone es extra, sehr kleines Filmfestival ist wichtig auch für die Filmbranche? Es ist wichtig, weil das ist ein Publikumsfestival. Solche Filme würden sonst nie in Recklinghausen laufen und es wäre nicht hier. Hier haben wir ein ausverkauftes Haus für einen, vielleicht nicht ein Crowdpleaser, sagen wir jetzt mal so. Das ist kein Hollywood-Film und das ist, die Festivals machen es möglich, dass sozusagen gute Filme und auch intelligente Filme wirklich auch in Recklinghausen gesehen werden. Ganz, 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 ganz wichtig. Herzlichen Dank für das Interview. Danke auch.